Live aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Zu dem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich begrüße. Ich hoffe, dass ich einen Gegenkandidaten von der SPD bekomme zur nächsten Bundestagswahl. So hat die Kanzlerin unlängst noch spöttisch und selbstbewusst sich geäußert. Seit Freitag hat sie einen. Und wer, wenn nicht Peer, könnte ihr gefährlich sein? Die SPD schaltet mit Steinbrück in den Attacke-Modus und der Herr der flotten Sprüche verheißt einen zugespitzten Wahlkampf. An dessen Ende könnte entweder die populäre eiserne Kanzlerin als Scheinriesin dastehen oder wir erleben das Waterloo des zweiten Stones nach dem Debakel von Steinmeier mit 23% bei der letzten Bundestagswahl. Ein historischer Tiefstand für die SPD. Kandidat gegen Kanzlerin, hat Steinbrück Chancen gegen Merkel? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren und ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bettina Gauss schreibt als politische Korrespondentin für die Tageszeitung Die Taz. Für die Süddeutsche Zeitung arbeitet Susanne Höll als Korrespondentin in deren Hauptstadtbüro. Stefan Andreas Karsdorf ist Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel. Und Daniel Goffert leitet die Hauptstadtredaktion des Nachrichtenmagazin Focus. Frau Höll, plötzlich ging alles ganz schnell, anders als geplant. Die monatelange SPD-Show Germany's Next Kanzlerkandidat endete abrupt. Zwei wollten nicht, einer blieb übrig, Steinbrück als Sturzgeburt. Wie kam es, dass Gabriel alle seine Fahrpläne, die er ja hatte, über den Haufen werfen musste? Das kam dadurch, dass ausgerechnet der zuverlässige, so sorgsam, normalerweise abwägende, manchmal als zögerlich und zaudernder beschriebene Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier ganz offenkundig die Nase voll hatte von der Scharade-Troika, die sie ja zuletzt war. Und im kleinen Zirkel in Berlin verbreitet hat, er habe sich entschieden. Die Menschen rechneten eins und eins, die es gehört hatten, zusammen. Und da Steinmeier eine große Lust am Kandidaten-Dasein bislang nicht anzumerken war, rechneten sie eins und eins zusammen. Es war auch relativ unausgesprochen, aber relativ bekannt. Gabriel wollte nicht. Damit stand fest, Peer Steinbrück wird Kandidat. Herr Goffert, Sie haben dieser Tage veröffentlichen dieser Tage eine Biografie von Peer Steinbrück. Gutes Timing. Haben Sie schon vorher geahnt, dass es auf ihn zulaufen würde? Na, geahnt. Ich habe mich schon entschlossen dafür, dass er das sein könnte und dass er gute Chancen hat. Und deshalb habe ich die Biografie begonnen vor einem guten halben Jahr. Insofern, da war das noch nicht zu ahnen. Dass er gute Chancen haben würde in diesem Rennen, das konnte man schon denken. Weil Sigmar Gabriel lag ja in allen Umfragen in seinen Persönlichkeitswerten relativ weit zurück von Anfang an. Und die Frage, ob dann Frank-Walter Steinmeier ein zweites Mal in diesen Ring steigen würde, den er ja doch mit großen Blessuren verlassen hat bei der letzten Wahl 2009. Sie haben das angesprochen, diese Rekordniederlage. Da gab es schon damals erhebliche Zweifel. Und insofern habe ich gedacht, Peer Steinbrück ist sicher einer, der Riesenchancen hat. Und versuch's mal mit einer Biografie. Dass es jetzt so gut gepasst hat, ist ein bisschen Glück. Wir bleiben beim Thema Timing, Herr Karsdorf. Von Steinbrück selbst stammt folgendes Zitat. Wenn Sie zu früh nominiert werden, dann werden Sie an die Wand, der Wand entlang gezogen. 12, 15 Monate lang müssen in jede Hose reinspringen, die hingehalten wird, in Form von Mikrofonen. Zitat Steinbrück Ende. Muss er nun fürchten, dass er zu früh ins Rennen geschickt wurde? Naja, die Partei hat es nicht mehr ausgehalten, die Öffentlichkeit auch nicht. Alle haben gesagt, jetzt soll mal einer das machen und soll einer sagen, dass er es auch wirklich will. Und wenn einer das wirklich will, ja, dann ist das Amt des Kanzlers bestimmt nicht einfacher als das des Kandidaten. Und das muss man aushalten. Also wie war das noch, dieser politische Spruch? Wem es in der Küche zu heiß ist, der soll da nicht rein und soll auch nicht kochen. Und er will es werden. Und jetzt wird er eben auf Herz und Nieren geprüft. Das wird jetzt allerdings noch mal anders laufen als vorher. Also Nummer zwei zu sein oder Bundesfinanzminister und damit Schatzkanzler zu sein, ist was ganz anderes als Kanzlerkandidat zu sein. Und da gibt es sicherlich noch Themen, auf die wir kommen. Auch nicht ganz angenehme für ihn. Frau Gauss, viele auch in der SPD hatten auf Steinmeier gesetzt. Warum stand der nicht zur Verfügung? Warum hat der zurückgezogen? Also da kann ich nur spekulieren. Er hat sich dazu ja nicht öffentlich geäußert. Ich nehme auch an, dass er kein zweites Mal sich eine Niederlage abholen wollte. Ich habe bis zum Schluss eigentlich, obwohl alle Anzeichen auf Steinbrück hindeuteten, habe ich gedacht, vielleicht macht es ja doch Frank-Walter Steinmeier.
Ich habe auch gedacht, so schlecht wären seine Chancen gar nicht gewesen. Denn er hat, glaube ich, dazugelernt. Also ich meine, er war halt auch vorher nie in einem Wahlkampf gewesen, vor dem letzten. Sowas ist ja auch eine Übungssache. Und er hat an Popularität schon in der Bevölkerung gewonnen, auch durch sein ja von sehr vielen Leuten respektiertes Verhalten damals, als er seine Frau eine Niere gespendet hat. Was man, sowas ist ja nun was, das macht man wahrlich nicht wegen des PR-Erfolges. Und deswegen umso eher, weil er damit so eine sehr menschliche Komponente bekommen hat, habe ich gedacht, naja, vielleicht traut er sich noch mal. Nun hat er sich nicht getraut, jetzt ist es Schnee von gestern. Vielleicht war es gerade wegen der Niere. Vielleicht ist es so, dass es für Menschen auch noch andere Prioritäten gibt, als nur an der Spitze der Politik zu sein, wenn man Politik mitbestimmen kann. Das kann er in der Troika, er wird ja nicht unwichtiger werden. Mhm. Habe ich auch darüber nachgedacht, aber ich finde, dass dieser persönliche Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Möglicherweise, aber es ist dann eben wirklich Spekulation. Er war 2-3 Monate, hat er sich zurückgezogen damals, als er diese Niere gespendet hat. Und er hat in der Zeit schon nachgedacht über sein Leben, über die Spanne, die ihm dann noch bleibt, auch zusammen mit seiner Frau, die ja nach wie vor auch krank ist. Und dann kommt man schon mal auf andere Gedanken, als wenn man in diesem Tagesrush ist als Spitzenpolitiker. Und das hat, sagen Leute, die ihn gut kennen, bei ihm eine Riesenrolle gespielt am Ende. Frau Höll, einer, der ja nicht zur Zurückhaltung neigt, ist eigentlich Sigmar Gabriel. Was hat denn den zum Verzicht bewogen? Also ich glaube, dass Sigmar Gabriel in gewissen Punkten, in Grundsatzfragen, wesentlich steter ist als der Ruf, der ihm nicht zu Unrecht vorauseilt, nämlich sehr wankelmütig, sehr impulsiv und auch durchaus selbstbewusst zu sein. Sigmar Gabriel konnte seit 2010, 2011, seit die Kanzlerkandidatenfrage überhaupt Interesse hatte, in jeder Umfrage nachlesen, dass ihm die Bürger, die SPD weniger, aber hauptsächlich die Bürger, auch die Nicht-SPD-Mitglieder sind, in diesen schwierigen Zeiten, Finanzkrisen, Eurokrisen, das Kanzleramt nicht zutrauen. Und das hat ihn nachhaltig beeindruckt und er wusste, wenn die SPD eine Chance haben will im Wahlkampf 2013 gegen die unheimlich populäre Kanzlerin, muss sie jemand aufbieten, der etwas von Finanz-, von Wirtschafts- und Europapolitik versteht und noch ein Plus hat. Und da kam er selbst nicht dafür in Frage. Ich glaube, dass das alles stimmt, was Sie sagen, Frau Höll. Nur ich finde es immer wieder erstaunlich und es ist ein Hinweis darauf, denke ich, wie emotional auch öffentliche Urteile sich bilden, dass man Gabriel Wankelmütigkeit vorwirft, das ist ja vielleicht gar nicht das ist gar nicht unberechtigt. Nur ich meine, da kann ja jeder Angela Merkel nur schwer überholen. Ja, also so wankelmütig wie die Kanzlerin in ganz vielen Fragen, sagen wir mal, über die letzten 10 Jahre sich gezeigt hat, da muss Gabriel ganz, ganz viel Kehrtwendungen noch machen, bevor er da auch nur hinriechen kann. Darf ich da auch mal einhaken? Also es ist schon erstaunlich. Es ist ein Mann, der hat durchaus einen politischen Rekord jetzt. Also der hat die SPD nach der schweren Wahlniederlage, in der er als einziger Wahlkämpfer aufgetreten ist, was Helmut Schmidt alle gelobt haben, als wirklicher Wahlkämpfer aufgetreten ist, hat er sie stabilisiert und hatte sie durchaus mit Hilfe anderer renoviert. Jetzt fängt er an, sie zu mobilisieren. Was will man mehr? Außerdem, wenn wir uns die beiden anderen Kandidaten angucken, das sind keine Linken. Also Steinmeier, das war immer das war Scharade, das war eine Chimäre. Die Vorstellung, dass Steinmeier plötzlich eine, sagen wir, Verringerung des Rentenniveaus auf 43% mittragen würde, die Veränderung der Rente mit 67, dass das alles so leicht von der Hand geht und dass die Linke ihn in die Arme nimmt, habe ich immer nicht verstanden. Das hatte mit den Positionen, für die er steht und die er, auch für die er einsteht, öffentlich, ja nie was zu tun. Das war nur bloß nicht der Steinbrück. Witzigerweise, jetzt kriegen sie ihn und werden ihn umarmen, das kommt noch. Aber der Sigmar Gabriel ist, finde ich, auch. Also die Kanzlerin hat rote Linien gezogen und nie eine eingehalten. Was ist Wankelmut? Also was ist stetig? Da kann man höchstens sagen, der Wankelmut ist stetig. Manchmal kommt es vielleicht auf die Lautstärke an, indem man die Thesen und die Geschwindigkeit, die Sequenzen. Und da ist der impulsivere Sigmar Gabriel sicher leichter in diese Kategorie einzuordnen als die weitaus vorsichtige Kanzlerin, der es dann ja auch immer wieder gelingt, die Hälfte des Landes zu überzeugen, warum sie nicht wankelmütig ist. Das ist aber dann Ästhetik des Auftritts, was Sie besprechen. Also sie ist rhetorisch zurückhaltender einfach, die Kanzlerin, im Gegensatz zu Sigmar Gabriel. Und Sie wissen alle, ein gutes Image ist schwer zu erwerben und schnell verspielt. Und wenn in seiner eigenen Partei, das begann mit seinem Amt als Pop-Beauftragter der SPD, davon hat er sich eigentlich nicht mehr erholt. Und er konnte machen, was er wollte, außerhalb der Partei,
hat er es nicht geschafft, in den Umfragen und in der Achtung und der Reputation der Bürger Zutrauen zu gewinnen. Was das war zum Teil ein großes ungerecht. Problem. Es ist zum Teil ungerecht. Ja, Politik sage ist ich nicht auch immer ganz gerecht. Ich meine, das nur ist das Imagewandel, der braucht halt länger. Ja, mit welcher Spielformation und welchem kollektiven Gemütszustand geht jetzt die Troika nach der Kandidatenentscheidung denn in diesen Wahlkampf? Die Troika war eher eine Chimäre. Es gab sie doch nicht. Ja, alle. Ja, ich meine, es war ja wirklich zwei grotesk. Nicht an, aber sie haben ja politisch überlebt. Wie die als dreifaches Lottchen sich nicht mal alleine nach Frankreich getraut haben, sondern immer nur. Und das wirkte natürlich auch. Es wurde immer komischer, dieses Gefühl, die SPD schafft es nur mit drei Männern gleichzeitig. Oh. Frau Merkel wenigstens Paroli zu bieten, dieses Schauspiel wurde immer absurder. Also ich denke auch im Moment, die Gefühlslage wird bei der Troika überwiegend Erleichterung sein, dass es raus ist. Und ich stimme Herrn Kastorf darin zu, wenn man nicht mal schafft, ein Jahr Kandidat zu sein, dann sollte man sich das Amt des Kanzlers nicht zutrauen. Das muss er schon schaffen. Ob die Stimmungslage in der Partei jetzt überwiegend voller Erleichterung ist, das ist eine ganz andere Frage. Frau Höll, Sie haben in der Süddeutschen geschrieben, von Per Steinbrück, ich zitiere das mal, machen sich viele Menschen ein ziemlich falsches Bild. Ja. Dann zeichnen Sie uns mal das Richtige. Man sollte vielleicht sagen, das war gemeint oder gezielt auf die Meinung, Per Steinbrück habe seit geraumer Zeit zielstrebig auf dieses Amt hingearbeitet. Quatsch, Unsinn. Sigmar Gabriel hat ihn in großer Personalnot, wissend, was machen wir jetzt eigentlich mit der Kanzlerin, ins Spiel gebracht. Und wenn ich das richtig verstehe, gab es bei Per Steinbrück viele Aufs und Abs. Mal wollte er nicht, mal wusste er nicht, ob er richtig wollen sollte. Dass er sich in dieses Amt gedrängt hat, kann man nicht sagen. Dass er Spaß daran finden wird, an Budenzauber auf hohem Niveau, denn das ist ja Wahlkampf auch. Das würde ich jetzt sagen. Ja, wenn er Kandidat ist, wird er versuchen, in großer Form aufzulaufen. Aber es war nicht das Traumziel seines Lebens. Wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Also Traumziel des Lebens war es nicht. Aber als er 2009 nach der Niederlage erstmal beschlossen hat, ich mache nichts, dann hat er dieses Buch geschrieben, hat einen Riesenerfolg und dann merkte er, es geht wieder was. Und dann war der Reiz zu sagen, bei dem, was an sozusagen an Personal sonst noch zur Verfügung stellt, für ihn schon da, zu sagen, ich guck mal, ob es klappen kann. Und Sigmar Gabriel hat ihn ja sehr früh reingeholt in diese Troika. Warum? Weil er 2009 in dem letzten Bundestagswahlkampf gesehen hat, wie schwer es Frank-Walter Steinmeier gefallen ist, gegen die Kanzlerin zu agieren. Und er wusste, dass er mit Per Steinbrück einen Mann hat, der für diese Themen steht, die auch jetzt den Wahlkampf bestimmen werden. Finanzkrise, Eurokrise, Übermacht der Banken, alle diese Themen. Und deshalb hatte er, glaube ich, sehr früh den Willen auch, das anzustreben. Dass das dann am Ende mit der Troika eine Scherade war, das wissen wir jetzt heute. Frau Gauss, also der Richtige zur richtigen Zeit, so wie Herr Goffert es beschreibt? Das würde ich so nicht sehen, nein. Also ich meine, er lebt natürlich auch davon, dass die Öffentlichkeit ein kurzes Gedächtnis hat und sich nicht so richtig mehr daran erinnert, wie er als Finanzminister agiert hat und was er da gemeinsam mit Angela Merkel, die er jetzt bekämpfen wird, was er da gemeinsam mit ihr versucht hat durchzusetzen. Und er hat ja offensichtlich auch, Sie haben nach Stärken und Schwächen gefragt, er leidet ja auch im Hinblick auf die eigene Person an einem schwachen Gedächtnis. Also ich finde es faszinierend, wie er jetzt, was strategisch sicher klug ist, ein Bankenpapier vorlegt und damit seinen Wahlkampf eben in die Richtung führt, der sicher auch bei der Öffentlichkeit ankommt, zu sagen, endlich mal die Banken ganz hart rannehmen. Und das sagt er ja auch schon länger, er handelt bloß anders. Also ich erinnere in dem Zusammenhang daran, dass beispielsweise bei der Rettung der Hypo Real Estate, ja, eine Bürgschaft von 30 Milliarden, Steuerzahlerbürgschaft wohlgemerkt, gegeben hat und dann immer gesagt hat, auch die privaten Banken mussten mitzahlen und mussten ins Risiko gehen, die mussten gar nichts. Bei der Staatsbürgschaft, die er zu verantworten hatte, haben sie Geld verliehen und haben dafür gute Zinsen gekriegt. Das heißt, die Deutsche Bank hat daran verdient. Soll heißen, wenn ihm jetzt, ich bestreite ihm gar nicht den wirtschaftspolitischen Sachverstand, nur dass er sich jetzt an die Spitze der linken Bewegung stellt und mit diesem Bankenpapier, das überrascht zumindest angesichts selbst der jüngeren politischen Vergangenheit. Ist das nicht die Kunst des Political Animals, sich auf dem Hacken umdrehen zu können? Da sprachen wir nicht gerade über Bankenmut. Aber er hat es nicht aus eigener Motivation vorgelegt, dieses Papier, sondern er ist von der SPD-Bundestagsfraktion und von Gabriel darum gebeten worden. Es ist ein Teil der Ausrichtung der SPD. Und wenn es dann jemand macht, dann soll es doch jemand machen, der etwas davon versteht. Also da würde ich
auch das als Mythos bezeichnen, dass er sich mit diesem Papier in die Pole Position geschoben hat. Jetzt haben wir doch ein wundervolles Beispiel dafür und deswegen will ich einmal widersprechen, dass es eine Scharade-Troika war. Also erstmal ist die Troika nicht so schlecht. 1994, wenn sie denn gehalten hätte, wäre Helmut Kohl nicht mehr Bundeskanzler gewesen, denn die hatten bis zu den Überhangmandaten gewonnen und sie hätten gewonnen, wenn sie zusammengehalten hätten. Das waren jetzt die Brandenkel, die sich nicht leiden mochten. Daraus haben ja die drei, die die Brandenkel noch kannten, die ja zum Teil noch in der Politik sind, gelernt. Dann hat der Bundestagsfraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier als möglicher präsumptiver Kanzlerkandidat Peer Steinbrück gebeten, dieses Bankenpapier zu machen. Hat ihm sogar Leute gegeben, damit er das machen kann, weil er als einfacher Abgeordneter gar keine Leute dafür hat. Ganz kleines Büro hat er nur. Erster Beweis dafür, dass es nicht so ist. Das Zweite ist, der Erste, der von der Bankenmacht gesprochen und eine Trennung der einen und der anderen Banken gesprochen hat, war Sigmar Gabriel. Da hat er angefangen, die Partei dahinzustellen für einen Wahlkampf, der heißt Bankenmacht brechen. Mhm. Wer kann das besser argumentieren als Peer Steinbrück? Der das Gegenteil also, getan hat. Ich würde mal sagen, ja, na klar, ich sag ja, der Wahlkampf ist noch lang. Da werden die Sachen noch rauskommen und auch noch aufs Tapet kommen. Die werden wir auch alle diskutieren können hier. Also Sponsoring und so weiter. Das wird alles noch kommen. Es wird diskutiert werden müssen, weil er der Kandidat ist. Aber sagen wir so, dass die Troika nicht zusammengehalten hätte, halte ich für eine... Sagen sie wir, hat zusammengehalten. Und auch jetzt nicht zusammenhält, halte ich für einen Glaube, es ist ein Irrglaube. Das andere hat ist ja auch niemand gesagt. Das nein, andere ist, nein, es war keine Scharade-Troika. Das doch. War ja der Begriff. Also das andere ist, aber ich kann mal argumentieren. Meine, zuletzt war es eine Scharade. Lass mich ganz kurz sagen, er muss in diesem Wahlkampf mehr Macher als die effektive Macherin sein. Das ist, sie hat die Exekutive, sie macht ständig Europa. Jetzt soll er mehr Macher als die Macherin sein. Da muss er aufpassen, dass er nicht der Macker wird. Also ewig besser wissen. Mhm. Ständig besser wissen. Das ist das, was ihn schwach machen wird im Vergleich zu Angela Merkel, weil die dann da sitzen wird und warten. Das naja, kann sie besser und sie kann auch seine Fehler warten. Ja, mit Frau Merkel, das stimmt schon, aber Troika. Also er hat ja selber gesagt, Sigmar Gabriel, dass er schon 2010 sich selber eingestanden hat, dass er keine Chance hat. So. Dann hat er spricht nicht gegen die Troika. Spricht nicht gegen die Troika, aber die Theorie mit der Scharade. Im Frühjahr diesen Jahres hat Frank-Walter Steinmeier seinem Freund, die beiden sind ja befreundet, Peer Steinbrück, gesagt, pass mal auf, ich mach's nicht, ich werd's nicht wollen. Dann haben sie sich vereinbart, dass sie die ganze Show mit der Troika noch eine Zeit lang aufrechterhalten. Kann man auch alles so machen. Es hat auch funktioniert ein Stück weit, bis man eben jetzt merkt, aus den besprochenen Gründen, es verliert seinen Charme. Wir wissen jetzt, dass es Show war, Gabriel. Es war Show, ja. Eingestanden, was ja auch ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit sein kann, wenn man das der Öffentlichkeit erklärt. Aber lassen Sie uns ein bisschen... Ganz kurz noch zur Troika und dem Klirrverfahren. Die Troika ein bisschen verlassen. Wir haben jetzt so viel über das Banken. Wir wollen ja auch nach vorne blicken. Nicht die Banken. Über die Banken gesprochen. Wie sieht denn das Drehbuch der SPD und von Herr Steinbrück aus zur Zähmung der widerspenstigen Finanzmärkte? Was hat er vor? Ich würde so gerne sagen, die Frage ist ja nicht nur, was Peer Steinbrück will, die Frage ist ja auch, was die SPD will. Ich hatte ja auch beides in meiner Frage erwähnt. Und das ist ja noch gar nicht abgestimmt. Also man muss sich das ja vorstellen, da gibt es diese Troika, derjenige, der jetzt Kandidat wird, ist ein einfacher Bundestagsabgeordneter und die Partei ist bisher nicht mal formal gefragt worden. Denen bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Die werden das jetzt alles loben, die werden auch das Bankenpapier loben, die werden Steinbrück loben und Steinbrück holt... Ich finde vieles von dem, was im Papier steht, richtig. Also er will eine Trennung der Investment- und Geschäftsbanken. Er will endlich versuchen, die Banken stärker an die Kandare zu nehmen. Er will bestimmte Finanzspekulationen verbieten, zum Beispiel Leerverkäufe. Er will verbieten Spekulationen auf Nahrungsmittel. Das sind alles Forderungen, die von der Linken schon lange erhoben werden. Und das ist natürlich auch versucht, denen entgegenzukommen. Nur ob die Partei ihm das noch glaubt, so wie er agiert hat, das ist die andere Frage. Die Partei wird es ihm glauben. Das Hauptproblem für ihn ist, in der Fachwelt, aber auch in einem, ich sag mal, etwas fachkundigeren Publikum darstellen zu können, glaubhaft, dass das, was er aufschreibt, auf Papier nicht nur gut klingt, sondern überhaupt eine Chance hat, die Wirklichkeit zu erreichen. Und dann sind natürlich diese ganzen Fragen, Zähmung der Banken, klingt gut. Aber das Bankenthema ist nicht das Hauptthema. Das Thema sind die sogenannten Schattenbanken, sind diese Investmentfonds. Also diese ganzen Dinge, da kann er nicht ran als deutscher Gesetzgeber. Das hat er gemerkt, als er Finanzminister war während der Krise. Das muss er im G20-Rahmen machen, das muss er im internationalen Rahmen machen. Das heißt, er kann einen Aufschlag machen. Was stelle ich mir vor, Peer Steinbrück? Dass das aber dann Wirklichkeit wird, ist viel, viel komplizierter. Und insofern ist das ein Papier, was er für die Partei erarbeitet hat, wo er einen Schritt auf die SPD zumacht, ganz bewusst auch mit einem populären Thema. Bankenmacht begrenzen klingt gut, vor allem für Sozialdemokraten.
und bedient am Ende im Publikum auch das Gefühl, dass die Banken halt bei der ganzen Krise viel zu gut weggekommen sind und von dem angerichteten Schaden zu wenig bezahlt haben. Auf die Idee kann man ja auch kommen. Ja, nur was am Ende übrigens ist interessant, ja, das ist ja das, es gibt ja einen Investmentbanker, also Barclays Capital ist eine große Investmentveranstaltung, die sagen, dass der, was der da vorschlägt, ist prima. Also er kriegt schon von den einen, den Fachleuten, ja, kriegt er ein Lob. Die anderen werden sich vielleicht noch erinnern, was Oscar Lafontaine als Finanzminister in meiner SPD-Fraktion für Tiraden gehalten hat. Das werden die ja, manche sind ja noch im Bundestag, vielleicht noch erinnern. Und das Letzte ist, und wenn Sie es alles nicht glauben, dann zieht Peer Steinbrück vielleicht ein Papier raus, das Otto Lambsdorff mal geschrieben hat, dass man die Bankenmacht regulieren müsse. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe jetzt nicht alle Bestandteile im Kopf, aber da müsste man noch mal fündig werden können. Das ist ganz witzig. Also der bedient da schon einige. Aber wir reden immer so, als ob es nur ein Duell des Spitzenkandidaten gegen den Spitzenkandidaten, also Frau, Mann, wäre. Wir sind nicht in Amerika. Da wird eine Partei gewählt und dann gibt es den Spitzenkandidaten. Und aus der Mitte des Bundestages wird dann der Kanzler oder die Kanzlerin gewählt. Und die Partei muss auch hinterherkommen. Angela Merkel ist so beliebt in Deutschland, aber wo steht die CDU? 32 bis, sagen wir, 36. Lassen Sie uns noch ein bisschen bei der Programmatik von Steinbrück und der SPD, Frau Gauss, von beiden. Und ob das zusammenpasst, das sind ja immer vielleicht auch gelegentlich zwei Paar Schuhe. Wie sieht es denn aus in Sachen Renten? Da wird interessante Frage. Ja. Da wird es sicher alsbald einen Kompromiss geben. SPD typisch, das Rentenniveau wird, falls die SPD die Regierung übernehmen sollte, dann nicht mehr angestrebt bei 43% liegen, sondern sagen wir 46, 47, nageln Sie mich nicht fest. Und da keiner von uns hier am Tisch, aber auch keiner irgendwo im Land weiß, wie hoch der durchschnittliche Nettolohn im Jahre 2030 geschweige denn vom Jahr 2020, geschweige denn im Jahr 2030 liegen wird, werden wir es nicht einordnen können, ob es Sinn macht oder nicht. Es wird einen Kompromiss geben. Und Steinbrück, würde ich sagen, trägt ihn mit. Ob ihm das hilft bei der Wählergruppe, die die SPD nahezu verzweifelt zurückzugewinnen trachtet, nämlich die Verdrossenen, die fortgegangen sind, die Linkspartei, die Agenda-Beladenen, die Linkspartei gewählt haben, die gar nicht mehr gewählt haben. Das ist der Punkt, an dem ich zweifle, denn das könnte höchstens, zumindest aus meiner Sicht, Sigmar Gabriel mit seiner in diesen Dingen wesentlich feurigeren Rhetorik versuchen. Womit wir wieder bei der Troika wären. Das müssen Ihre Aufgaben verteilen. Ist das die Spielformation? Sigmar Gabriel für den linken Flügel, Steinmeier in der Mitte und Steinbrück sozusagen zur Eroberung des bürgerlich-konservativen Milieus. Das war auch am Freitag zu hören, dass Sie eben auch bei der Kür des Kanzlerkandidaten im Willy Brandt-Haus ja auch alle drei da gestanden sind und auch sehr deutlich gemacht haben, dass sie zu dritt in diesen Wahlkampf reingehen wollen. Karl Mayer hat ja gesagt, er wird so kämpfen, als wenn es sein eigener Wahlkampf sei. Und das müssen sie auch. Also es funktioniert nur so. Und wir erinnern uns 1998, Schröder, der Modernisierer, und Lafontaine, der Mann für die soziale Gerechtigkeit. Das hat in dem Wahlkampf... Wir erinnern uns allerdings auch an das Ende. An das Ende, ja, aber wir reden ja über den Wahlkampf. In dem Wahlkampf hat es funktioniert. Es war ein grandioser Wahlsieg für Schröder damals gegen Kohl 98. Und das hat funktioniert. Dass es danach auseinandergebrochen ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn wir jetzt uns sagen, wie kann das funktionieren im Wahlkampf, Steinbrück gegen die Kanzlerin und mit den beiden anderen Herren zusammen, die Arbeitsteilung werden Sie zumindest versuchen. Es braucht drei Männer gegen diese Kanzlerin. Ja. Frau Gauss, Sie wollen widersprechen. Ich halte das für einen Fehler. Ich verstehe die Überlegung nicht. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Aber Sie glauben, dass die Spielformation so gewünscht wird. Sie sagen nur, es ist politisch verkehrt. Ich verstehe es politisch nicht. Warum? Weil Frau Höll ja recht hat, wenn sie sagt, die SPD muss verzweifelt versuchen, die Weggegangenen, die Verdrossenen, auch die Nichtwähler zurückzugewinnen und sie muss die Partei mobilisieren. Also diese gebetsmühlenartig wiederholte Satz, die SPD kann nur Wahlen gewinnen, wenn sie ins sogenannte bürgerliche Lager, was ich ohnehin für einen Kampfbegriff halte, weil SPD und Grüne sind auch bürgerlich, aber wenn sie also in die Wählerschichten von der Union und von der FDP einbricht, das hat sich doch jetzt seit vielen, vielen Jahren als falsch erwiesen. Schröder, finde ich, der Wahlsieg von Schröder sticht da nicht, weil die historische Situation eine andere war. Die Leute konnten Kohl nicht mehr sehen. Das heißt, die Bedingungen waren besonders günstig dafür, dass mal die Opposition drankommen würde. Die Leute sind im Moment Angela Merkels nicht überdrüssig. Und mit einem Kandidaten Peer Steinbrück sehe ich voraus, dass noch mehr Leute, die Grünen, können ihre Freude über den Kandidaten ja kaum verbergen, dass noch mehr Leute zu den Grünen, zur Linken, zu den Piraten oder gar nicht. Aber wenn man Rot-Grün will,
muss man einen konservativeren SPD-Kandidaten haben, wenn es das Ziel sein muss, beide Wahlstimmen so gut als möglich auszuschöpfen. Wenn Rote und Grüne im eher linken bürgerlichen Spektrum agieren, wird es nie und nimmer reichen. Aber das widerspricht doch dem, was Sie vorhin mit Recht gesagt haben. Die SPD muss vor allem die von ihr weggelaufenen zurückgewinnen. Nicht die Mehrheit. Also, ich habe eben gesagt, wir sind nicht in Amerika, aber dennoch ist es so, dass natürlich die Sozialdemokratie als Volkspartei auch in den, sagen wir mal, rechten Sozialdemokratismus wieder zurückkehren muss. Und wenn ich mir das so angucke, also Peer Steinbrück war einer der ersten Sozialdemokraten, also rechts, links, wir sind zu schnell. Der Peer Steinbrück war einer der ersten, der mal über eine Vermögensteuer nachgedacht hat. Jetzt lese ich mit hohem Interesse den Wunsch nach einer Vermögensabgabe zur Schuldentilgung, Klammer auf, auch eine SPD-Forderung, des Finanzministers in Spee, Jürgen Trittin. Wer ist konservativ, wer ist modern, wer ist progressiv? Das ist eigentlich eine konservative Forderung, dass die Schulden, die auf den Kindern und Kindeskindern liegen, dass die mit irgendeinem Fonds mal bedient werden müssen, dass wir die abbauen müssen. Aber also, ich finde die Begriffe das ganz... Das fand er auch nicht so. Steinbrück war ein lange Jahre ein großer Gegner der Vermögenssteuer, zum Entsetzen seiner Partei. Ich glaube, man muss es an den Jahren festmachen. Es gibt unterschiedliche Äußerungen. Und die SPD hat doch in den letzten 10 Jahren keine linksradikale Politik gemacht. Viele Jahre immer wieder anders ausgedrückt. Ich glaube auch jetzt, er wird Probleme haben. Zumal das Thema Vermögenssteuer ist ein gutes Thema. Er war immer dagegen, ob als Landesminister, als Ministerpräsident, als Bundesfinanzminister. Es hat auch Gründe, die sind allerdings relativ kompliziert, weil das größte Geld holen sie mit Betriebsvermögen und nicht mit den Vermögen derer von Ton und Taxis, was man ja immer so glaubt. Das größte Vermögen liegt im Betriebsvermögen und wenn sie die besteuern, haben sie natürlich ein reales Problem. 82.000stel der Gesellschaft haben 1.600 Euro. 82.000 sind 82.000 Menschen. Genau. Da kann man schon auch was kriegen. Also ja, aber wenn man dann die Unternehmen besteuert, ECG, auch die keinen Gewinn gemacht haben, und dann auch den Mittelständler besteuert, also da möchte ich dann nachher mal die Vermögensabgabe die ist eine Forderung verfolgen. Der Boston Schröder hat das gewollt damals, die Vermögensteuer. Der Boston Consulting Group, die eine bekannt linksradikale Vereinigung ist. Naja. Also die haben eine Vermögenssteuer gefordert, damit wir Schuldentilgung betreiben. Er hat sich oft gedreht in diesen Themen. Beim Thema Vermögenssteuer war immer sehr klar dagegen. Und jetzt wird es interessant sein zu sehen, wie er sich da durchsetzt. Gleiches Thema gilt für die Rente. Auch da bin ich mal gespannt, wie das geht. Peer Steinbrück hat einen großen Vorteil, das ist seine Glaubwürdigkeit. Weil er wahrgenommen worden ist, nicht als klassischer SPD-Mann, sondern als jemand, der als einer der wenigen Politiker von der Sache, über die er spricht, etwas versteht. Thema Banken, Thema Finanzmärkte und all diese Sachen. Wenn diese Glaubwürdigkeit leidet, weil er anders als man es von ihm erwartet, er vielleicht doch zu sehr auf die SPD zugeht, vielleicht dann doch zu linken Forderungen nachgibt, dann hat er ein Problem. Die Glaubwürdigkeit ist sein höchstes Gut. Und das in Einklang zu bringen mit der Programmatik und der Forderung der SPD jetzt für das Wahlprogramm, da bin ich mal gespannt. Lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Aspekt schauen. Die Meinungsforscher, das ist ja im Moment interessant, stehen vor einem Phänomen. Die Union kommt eigentlich nicht so richtig in den Umfragen von der Stelle, die FDP bleibt irgendwo so in der Todeszone unter 5%. Und die Leute, das wissen wir auch, sind zunehmend verärgert, verunsichert und verärgert über die Europapolitik. Bei all dem steht eine glänzend da, das ist die Kanzlerin mit überragenden Popularitätswerten, gerade auch offenbar wegen des Vertrauens, das sie genießt in Sachen Europa. Hat Steinbrück dem irgendwas entgegenzusetzen? Aber nutzt es der CDU, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, ist ja schön. Also auch bei Sozialdemokraten wird sie durchaus Sympathien haben, bei den Grünen wird sie Sympathien haben. Aber nutzt es der Partei im Wesentlichen? Ist es so, dass die CDU gen 40 oder über 40 kommt? Nö. Insofern, es gibt einen Wert des Spitzenkandidaten, das will ich nicht bestreiten, ich weiß es nicht, vielleicht 2, vielleicht 5%, vielleicht hilft er über die Hürde. Aber es wird immer noch in Deutschland nach Parteien gewählt, das darf man nicht vergessen. Und die Leute wollen über ihre Partei gewählt. Auf den Kanzler kommt es an, hieß das früher mal. Also ist nicht in der Schlussphase eines Wahlkampfs dann doch jeder Wahlkampf auf? Wir haben vorhin drüber geredet, warum Gabriel nicht angetreten ist, haben Sie alle gesagt, naja, weil er wusste, dass er wenig Chancen hat. Also irgendwo, der Kandidat spielt ja auch eine Rolle. Auf den Kanzler kommt es an, das galt für Kohl. Und da war es so, dass seine Beliebtheit mit der Beliebtheit der CDU in Einklang war. Ja. Frau Merkel hat es trotz aller Popularität, die Sie richtig beschreiben, nie geschafft, ihre Beliebtheit sozusagen überzuklappen auf ihre Partei. Also es gab immer ein großes Gap zwischen ihren persönlichen Werten und dem der CDU. Und das ist das Problem auch jetzt in diesem Wahlkampf, was aber beide Parteien haben. Aber lieber Daniel Goffert, wird nicht vielleicht umgekehrt ein Schuh draus? Wenn die Kanzlerin nicht so beliebt wäre, wie sie ist, wie stünde diese schwarz-gelbe Koalition, die uns ja nun 3 Jahre lang
wenn man das so sagen kann, keine große Freude bereitet hat. Wenn man sich das Spektakel um Betreuungsgeld, die jüngsten, anschaut, wie diese Regierung ist und war eine Qual. Und wenn diese Kanzlerin nicht so populär wäre, wie sie ist, wären vielleicht die Werte für die Union deutlich schlechter. Aber es hängt ja nicht nur alles von der Popularität einzelner Personen ab. Ganz egal, was man ihnen für eine Kompetenz zubilligt. Also ich meine, Angela Merkel ist ja auch deshalb so populär, weil sie es geschafft hat, der Bevölkerung glaubhaft zu machen, die Euro-Krise könne an Deutschland vorbeigehen und es werde schon nicht so teuer werden. Und bisher spürt man ja auch davon nicht so viel. Es gibt nun einfach viele Leute, viele Fachleute, die sagen, das wird so nicht bleiben. Und das wird noch richtig teuer. Und ich glaube, dass eine interessante Frage einfach sein wird, wird es vor den Wahlen oder nach den Wahlen teuer sein? Das ist etwas, was ja nicht die Regierung alleine entscheiden kann, sondern da sind ganz andere Spieler noch mit am Werke. Und eins glaube ich allerdings in der Tat, wenn es hier teuer wird, wenn hier Arbeitsplätze verloren gehen, wenn es hier noch schwieriger wird, als es jetzt schon ist, dann ist die Popularität von Frau Merkel ganz schnell im Keller. Aber wählt man dann die Sozialdemokraten, die zu viel größeren Zugeständnissen an Europa und eine stärkere europäische Kompetenz plädieren? Die bisher immer zugestimmt da haben bei dem, was Frau Merkel gemacht hat. Da bin ich mir nicht sicher, aber ob die Sozialdemokraten profitieren können von ihrem bisherigen Europakurs. Soziale Kompetenz schreibt man der SPD zu. Und das ist etwas, wo eine Menge Leute hingucken werden, wenn sie Angst haben darum, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass Altersarmut droht, all diese Geschichten. Aber noch einmal, also Steinbrück hat ja selber gesagt, Europa braucht eine neue Erzählung. Ich sage nicht, dass der Spitzenkandidat alles entscheidet, aber in der Krise, also wir Deutschen neigen, ist These, kann falsch sein, aber neigen ja durchaus auch so zu den Autoritären. Also Helmut Schmidt hatte immer enorm hohe Popularitätswerte. Übrigens seine Partei dann nicht entsprechend die Prozente. Auf den Kanzler kommt es an. Ich glaube, 73-78% waren für Helmut Schmidt, aber die Partei hatte gerade mal 40, wenn überhaupt. Aber trotzdem ist es so, wenn einer dann sagt, wir machen nicht alles anders, aber wir machen es, dann kann das auch seinen eigenen Wert haben. Und deswegen ist Europa ein interessantes Thema. Und nochmal, was er argumentieren kann, hat er schon im Bundestag gemacht, aber das ist ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewissermaßen. 1.500 Milliarden war uns die deutsche Einigung wert. 1.500 Milliarden in all den Jahren. Und Europa soll uns realiter nicht 15 Milliarden wert sein, die wir dann ausgeben. Im Moment bürgen wir zahlen noch nicht richtig. Weiß ja keiner, aber das kann keiner so gut argumentieren wie er, weil er alle diese ganzen Fakten drauf hat. Man muss im Bundestag, im Wahlkampf auch Vokabeln drauf haben. Das ist wie bei Latein, sonst kann man die Sprache nicht. Also lassen Sie uns, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die verbleibende Zeit nutzen, um auch noch ein bisschen, sagen wir mal, nach vorne zu schauen. Wie sieht es aus? Hat die SPD mit Steinbrück überhaupt so etwas wie eine Machtperspektive? Sie haben angesprochen, Wechselstimmung im Lande gibt es anders als nach vielen Jahren Kohl in der Form nicht. Hat er eine Chance? Er sagt ja, Kanzler. Oder gar nicht. Minister in einem Kabinett, Merkel, dafür steht er nicht. Hat er ausgeschlossen, das war sehr klug von ihm. Gibt es tatsächlich eine realistische Chance? Also Rot-Grün ist wie Schwarz-Gelb im Moment nicht in Sicht. Die ganzen Umfragen sind ja im Prinzip seit Jahren eindeutig, dass also die beiden großen traditionellen Lager das nicht schaffen. Da er eine große Koalition sehr klar ausgeschlossen hat, glaube ich, wenn er eine Chance haben will, muss er schaffen, die FDP mit an seine Seite zu ziehen, also die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP. Er als Person steht sicher dafür, dass das ginge. Das hat auch in seiner politischen Biografie bewiesen. Als Ministerpräsident hätte er ohnehin lieber mit der FDP koaliert damals als mit den Grünen. Die Frage ist, ob das dann gelingt bei den beiden kleinen Parteien. Das wird sehr schwierig sein. Aber wenn der Wählerzuspruch sich bis zur Wahl nicht wirklich wesentlich verändert, ist das die einzige Chance für ihn, die er hat. Weil alles andere, Rot, nur mal in die Runde, Rote, hat legt sich kein richtiger Widerspruch. Ich würde sagen, für sich selbst schließt Peer Steinbrück eine große Koalition aus. Es ist kein Ausschluss einer großen Koalition durch die SPD. Sie wollen es nicht. Sie werden alles versuchen. Also Steinbrück kandidiert und Steinmeier regiert in der großen Koalition. Wenn es gar nicht anders geht, würde ich sagen, wäre die SPD notfalls dazu bereit. Peer Steinbrück wird sicher alles andere versuchen, um das zu verhindern. Ja, ich finde, also interessant ist, dass wir ja schon wieder, das ist die einzige Option, sehe ich auch. Wir haben ja jetzt auch eine Drei-Parteien-Koalition schon jetzt, also CDU und CSU sind. Und da gab es ja mal Versuche, die Fraktionsgemeinschaft aufzuspalten. Franz Müntefering wollte ja vor das Verfassungsgericht ziehen, ich erinnere mich dunkel, hätte er mal machen sollen, denn die sind ja wirklich nicht, sind ja keine Union, das kann man nun wirklich nicht behaupten.
behaupten. Also es ist ja schon eine Drei-Parteien-Koalition, die wird durch eine andere ersetzt. Kubicki im Norden, FDP-Mann im Norden, einer der Ausschlaggebenden, hat mit Steinbrück ja schon Frieden geschlossen und sind alte Freunde, die haben gemeinsam studiert. Also da regt sich ja was. Und Lindner in Nordrhein-Westfalen ist vielleicht auch eher sozial. Der hat gesagt, er könne sich Steinbrück als Kanzler einer Ampelkoalition sofort vorstellen. Dennoch verstehe ich nicht, wie ein Spitzenkandidat einer Partei, die sich selber Volkspartei nennt, ständig schon anfängt, über Koalitionen zu reden, anstatt zu sagen, pass mal auf, jetzt gucken wir erstmal, dass wir so stark werden können, wie wir lange nicht waren, nämlich vielleicht 25% oder 28% oder 30% oder über 30%. Und dann sehen wir aber weiter. Und ich schließe jetzt mal gar nichts aus. Das ist so interessant, dass er Frau selber Gauss nicht daran drängt es uns glaubt. Jetzt, die Schnittmengen zwischen Grünen und FDP zu erklären. Nein, eben, ich glaube nicht an die Ampel. Und mir ist das auch alles, Sie sagten eben, wir sind zu schnell. Mir geht das alles zu schnell. Ich glaube, dass das wirklich nicht nur, also ich habe eben schon gesagt, es hängt eine Menge davon ab, wie sich die Eurokrise weiterentwickelt. Aber selbst was Kleineres, lassen Sie einen Parteispendenskandal entstehen, lassen Sie wieder einen Politiker mit einer Marmeladenfabrik befreundet sein und sich von denen einladen lassen, zu Flugreisen, zu Hotels. Tun schon so, als wäre alles gegessen. Ne? Dann ist doch auch die Frage, kommen die Piraten rein, kommen sie nicht rein? Kommt die FDP rein, kommt sie nicht rein? Wenn die FDP nicht reinkommt, bin ich nicht sicher, ob es für... Dann gibt es erstens keine Ampel, wie Sie sehr klar erkannt haben. Könnte es für Rot-Grün reichen. Und da bin ich eben gar nicht sicher, ob es für Rot-Grün nicht reicht. Das ist mir alles zu schnell. Eins kann man aber sicher sagen. Es wird der SPD nicht gelingen, auch nur in die Nähe der Macht zu kommen, wenn es Steinbrück nicht gelingt, natürlich mit Hilfe von Gabriel, aber Steinbrück muss das schon auch machen, die Partei zu mobilisieren, die Basis zu mobilisieren. Den guten Oskar machen. Und die Parteienverachtung, die sich ja nicht nur in einigen Leitartikeln niederschlägt, sondern die auch bei Steinbrück jetzt schon deutlich geworden ist. Was war der erste Satz? Na, ihr müsst mir auch Beinfreiheit geben. Also das Misstrauen, das er gegenüber der SPD zeigt. Was sich ja auch deckt mit einer gewissen Verachtung, die man in vielen Leitartikeln immer so über die Partei, als seien Parteimitglieder irrationale Leute, ideologisch starr, die man irgendwie zähmen und bändigen muss. Tatsache ist doch, dass in allen Parteien gerade Leute, die was von Politik verstehen und die sich einsetzen wollen und die sich engagieren wollen in ihrer privaten Freizeit, Mitglieder dieser Parteien sind. Und ich finde die Parteienverachtung, die auch bei Merkel ja manchmal spürbar ist, aber nicht so schlimm wie bei Steinbrück. Diese Parteienverachtung ist, glaube ich, die größte Gefahr für den Kandidaten Steinbrück, weil es ihm dann nicht gelingen wird, die Basis zu mobilisieren. Herr Goffert, die Kanzlerin gilt ja in ihrem Politikstil als Meisterin des Pragmatismus, auch des Timings. Auch beherrscht sie die Kunst des politischen Unterlassens. Sie kann zuschlagen, sie kann aber auch aussitzen. Sie hat sozusagen ein großes Erfahrungspotenzial. Jedenfalls sagt man es ihr nach. Wir alle haben es ihr in den Medien immer wieder so nachgesagt. Wie wird sie denn auf diesen Kandidaten, dem man was Zupackendes, Direktes nachsagt, Zuspitzung, wie wird sie auf den reagieren? Wie wird sie den annehmen? Ich glaube, das ist dann das, was die Boxer so Ausweichkampf nennen. Ja, dass sie also nicht versuchen wird, mit ihm in den Clinch zu gehen, sondern dass sie letzten Endes für sich selber wirbt, dass sie, soweit es geht, seine Angriffe in die Leere laufen lassen wird und dass sie versuchen wird, vielleicht sie als Person weniger, aber die CDU, die Widersprüche zwischen Steinbrück als Person, als politischem Menschen mit seiner politischen Biografie und der SPD auszuleuchten. Also man wird versuchen, einen Keil zwischen ihn und seiner Partei zu treiben. Das ist, denke ich, das Einzige, was man wirklich als Widerstand ansetzen kann. Das andere, Frau Merkel ist ja auch niemand, der so im Ring wirklich boxt. Sie haben es ja in Ihrer Frage auch insinuiert. Der Herr Kastorf möchte dringend widersprechen. Ja, möchte ich. Ich glaube, wir unterschätzen Angela Merkel immer und immer und immer wieder. Das war keine Unterschätzung. Ausweichkampf. Ausweichboxer können sehr erfolgreich sein. Ja, aber da, ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat jetzt so lange regiert. Die hat alle Fakten drauf, alle Zahlen drauf. Soll er mal kommen? Ich glaube, wir werden unser blaues Wunder erleben. Ich glaube, dass genau alle damit rechnen, dass sie so sein wird. Und ich glaube, dass sie genau das Gegenteil auch machen könnte. Sie kann ihm sagen, also Herr Steinbrück, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und was haben Sie gemacht und was habe ich gemacht? Und da wollen wir mal gucken und zahlen und gucken. Aber sie haben eine Menge gemeinsam gemacht in den 4 Jahren. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Sehr aber harmonisches Arbeitsverhältnis sie hat jetzt auch ein bisschen was erreicht. Und in Europa ist sie dezidiert und völlig klar. Und das, was wir immer wollten, sie führt. Also warum soll sie nicht auch im Wahlkampf anfangen zu führen? Nicht unterschätzen, und das wäre die größte Überraschung für jemanden wie Steinmeier. Ich sag ja, der will mehr Macher als die Macherin sein. Vorsicht, da kannst du auch als Macker enden, weil sie ihn ja natürlich die ganze Zeit auskontern kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Auf jeden Fall dürfte der Wahlkampf unterhaltsamer werden. Ja.
mit Steinbrück. Ich glaube, das kann man, würden wir alle am Tisch mit Sicherheit sagen, dass er der bessere Budenzauber bieten kann, als es einer der beiden anderen aus der Troika, aus der Ex-Troika gekonnt hätte. Also, wir können uns freuen auf eine spannende politische Auseinandersetzung. Ich glaube, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben wieder viele Diskussionsthemen für viele Presseclub-Sendungen. Ja. Ist ja noch ein ganzes Jahr hin. Langweiliger, da nicken Sie alle, da stimmen Sie mir alle zu, wird es mit Sicherheit nicht in der politischen Auseinandersetzung. Ich danke Ihnen für die engagierte und lebhafte Diskussion. Das war, liebe Zuschauer, der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wochenspiegel und danach mit der Sportschau live, unter anderem mit der DTM, der deutschen Tourenwagen Masters, und danach mit Rudern der Achtermänner. Mehr zur Lage der SPD übrigens heute Abend auch im Bericht aus Berlin hier im Ersten. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Genießen Sie den Sonntag. Es ist in vielen Teilen Deutschlands noch mal schönes Wetter. Genießen Sie es, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub Nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Kandidat gegen Kanzlerin. Hat Steinbrück Chancen gegen Merkel? Das ist unser Thema heute hier in unserer Presseclub-Runde. Und jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir haben auch bereits die ersten Anrufer am Telefon. In Freiburg begrüße ich Lothar Lorenz. Herr Lorenz, einen schönen guten Tag. Gruß nach Freiburg. Ja, bei Ihnen ist schon das Wetter heute, oder? Nein, noch nicht. Dieses noch nicht. Ist bedeckt. Aber ja, soll so sein, habe ich gehört. Ich habe eine Anmerkung dazu. War das nicht ein genialer Schachzug von Herrn Steinmeier? Er wird doch dann Vizekanzler. Das ist ganz klar. Herr Steinmeier hat sich entschieden, er kann es nicht werden. Und das war's dann. Was das ist. Dankeschön, Herr Lorenz. Steinbrück kandidiert, Steinmeier regiert. Kann schon dahin kommen. Es könnte so sein. Ich glaube nur nicht, dass das die Motivation für seine Entscheidung war. Er hat sich gegen eine Kanzlerkandidatur entschieden, nicht für die Vizekanzler, für ein Vizekanzler-Dasein, das auch er in einer großen Koalition alles andere als anstrebt, würde ich sagen. In Waldbröl ist Dieter Carstensen am Telefon. Einen schönen guten Tag, Herr Carstensen. Und Ihre Frage an unsere Runde, bitte. Ja, schönen guten Tag, Herr Harris. Schönen guten Tag in die Runde. Also meine Frage wäre, Peer Steinbrück ist ja nur seiner Zeit als Ministerpräsident völlig gescheitert in NRW. Er hat dann unter Schröder die ganze sozial unverträgliche SPD-Politik mitverantwortet und hat sich gestern hingestellt vor den NRW-Landesparteitag und hat gesagt, ja, ihr müsst mir die Freiräume geben, das Programm muss zum Kandidaten passen und der Kandidat zum Programm. Frau Höll hatte gerade so schön gesagt, ja, da ist dann ein bisschen mehr Budenzauber in der Politik. Fand ich sehr interessant, die Aussage. Meine Frage an Frau Gauß und Frau Höll wäre, meinen Sie wirklich, dass die SPD mit diesem Kandidaten, der ja im Prinzip für eine rückwärtsgewandte Politik mit der Schröder schon gescheitert ist, dass der die SPD wirklich nach vorne bringen kann? Dankeschön, Herr Carstensen. Frau Gauß? Also ich habe da große Zweifel, die ich ja auch bei Ihnen durchzuhören glaube. Ich habe große Zweifel, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Und ich habe ja vorhin auch betont, diese Entscheidung ist nicht von der Partei getroffen worden. Diese Entscheidung ist im Dreiergremium getroffen worden, noch mit Unterstützung des Altkanzlers Helmut Schmidt. Ich bin nicht so sicher, dass es eine richtige Idee war, weil ich glaube auch, dass Steinbrück, wenn er tatsächlich jetzt versucht, sich auch dem linken Flügel zu öffnen, ein Glaubwürdigkeitsproblem kriegt. Frau Höll, Sie waren auch angesprochen. Ich würde sagen, es ist unter den drei Kandidaten, und mehr gab es nicht, die beste Lösung, weil er der robusteste, der erfahrenste ist. Und weil ich auch, das habe ich auch vorhin gesagt, nicht sehe, wie er in der Lage sein wird, Skeptiker, die ich, zu denen ich vielleicht auch Sie zählen würde, zu gewinnen. Aber dass Menschen, die vielleicht nicht unbedingt SPD wählen, und die braucht die SPD auch für ein gutes Wahlergebnis, gewinnen kann. Es wird ein Spannungsverhältnis sein. Und auch das würde ich unter den etwas saloppen Ausdruck Budenzauber subsumieren. Herr Kastorf, kurze Anmerkung noch dann. Es ist interessant, dass er unter denen, die wir da haben, tatsächlich der robusteste ist. Aber alle drei haben noch keine Wahl gewonnen. Das ist nicht doll?
Keiner hat irgendwo eine Wahl gewonnen. Also Sigmar Gabriel ist gescheitert, aus welchen Gründen, das kann man immer noch erörtern, das ist aber nicht das Wichtige. Frank-Walter Steinmeier ist gescheitert. Also er hätte nur Kanzlerkandidat werden können, wenn die Partei ihn wirklich gebeten hätte, bitte mach es nochmal. Das war damals ein Irrtum, unser Fehler. Und Peer Steinbrück hat auch nicht gewonnen. Also ist schon interessant. Einmal im Leben muss immer das erste Mal ja. sein. Am Telefon ist Nikolai Edinger. Einen schönen guten Tag. Hallo? Hallo. Ja, kleinen Moment. Ja, wir warten. Ich muss mir erst noch Kaffee holen. So, sind Sie bereit? Kaffeetasse steht auf dem Tisch. Frage ist präsent, dann geht's los jetzt. Also, ich würde ganz gerne wissen, ob das Thema für den nächsten Wahlkampf nicht Verteilungsgerechtigkeit ist. Und ob da die SPD mit dem Thema Rente, also Generationengerechtigkeit, Eurokrise, wer trägt die Kosten der Krise und beim Spitzensteuersatz, also auch beim Steuern, nicht ganz gut aufgestellt ist. Und eine Antwort hätte ich ganz gerne von der Dame rechts von Ihnen, Herr Harris. Dankeschön, Herr Edinger. Darf ich Sie fragen, was Sie machen? Beruflich? Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Student. Student. Dankeschön. Schönen Tag noch, Frau Gauss. Ja, ich finde in der Tat, Verteilungsgerechtigkeit wäre überfällig als Thema. Ich glaube auch, dass es unterschwellig bei sehr vielen Themen ja eine Rolle spielt. Also wer zahlt, wer trägt das Risiko der Euro-Krise? Rente haben Sie selber angesprochen, Steuer haben Sie angesprochen, Vermögenssteuer haben wir erörtert. Insofern auch, wie bitte? Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt, auch die Frage Altersarmut, Grundsicherung, all dieses wird eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob Peer Steinbrück derjenige ist als Kandidat, aber da merkt man wieder meine Skepsis gegenüber diesem Kandidaten, der das Wort Verteilungsgerechtigkeit selber so richtig glaubwürdig als Überschrift über seinen Wahlkampf setzen kann. Da habe ich eher Zweifel. Er hat mal gesagt, die SPD kann nur Verteilungspartei sein, wenn sie auch vorher das Erwirtschaften lernt. Und das ist ein Was Daniel Goffert nicht glauben will, der Kandidat Peer Steinbrück kann für eine Vermögenssteuerabgabe sein. Wenn sie denn dazu genutzt wird, Schuldentilgung zu betreiben, damit kann er sie alle kriegen. Die Grünen, die Konservativeren, das ist zukünftige, das Zukunftspolitik. So kann man, ja, da glaube ich schon. Und das wirkt dann auch irgendwie ein bisschen links. Der nächste Anrufer kommt aus Hamburg. Peter Knebel ist am Telefon. Einen schönen guten Tag, Gruß nach Hamburg, Herr Knebel. Dankeschön, wir grüßen zurück aus dem sonnigen Hamburg bei 15 Grad. Ja, die Frage an die Runde lautet, und zwar ist das ein strategischer Ansatz. Ich würde ganz gerne mal wissen, was die Runde dazu meint. Wenn jetzt der jetzige Kandidat verliert, dann wäre ja im Prinzip die Rechte durch zwei Wahlen, hätte sie ja ihre Chance gehabt, und wäre dann nicht der Weg für Rot-Rot-Grün frei? In der SPD, Herr Goffert. In der SPD, ja. Also Rot-Rot-Grün wird ausgeschlossen von Herrn Steinbrück und ist vorher ausgeschlossen worden von allen anderen Troika-Mitgliedern. Insofern glaube ich nicht, dass es diese Option gibt. Vorher, nachher, sie wird es nicht geben. Man muss sich da an seinem Wort festhalten lassen. Und wenn man das nicht tut, wie Frau Ypsilanti das mal versucht hat in Hessen, dann wissen Sie auch, was damals mit ihr passiert ist. Also da sehe ich keine Möglichkeit. Wenn es am Ende nicht in diese Ampel mündet, dann wird es eine große Koalition geben. Aus Düsseldorf ruft Reinhard Schneider an. Herr Schneider, einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag in die Runde. Eine Anmerkung zu meiner Frage zunächst. Für die nächste Kanzlerschaft gibt es meines Erachtens nach zwei Hauptthemengebiete. Einmal die Innenpolitik der sozialen Gerechtigkeit oder soziale Symmetrie und die Europapolitik, also die europäische Innenpolitik. Für eine künftige, erfolgreiche Europapolitik ist meines Erachtens die Rhetorik des diplomatischen Konsens gefragt, um erfolgreich zu sein und keine martialische Rhetorik à la Vilshofen, die wäre da wohl fehl am Platz. In der Geschichte hatten wir mit Wilhelm II. Einen Kaiser, der das Deutsche Reich mit seiner dominanten Politik, Zitat, ich werde euch erfolgreichen Zeiten entgegenführen, in Europa isoliert hat. Meine Frage ist, ist das Eis, das gegenwärtige Eis, nicht zu dünn, um damit erfolgreiche Europapolitik zu betreiben? Und das ist eben auch die Kanzlerfrage. Wer kann das am besten? Wer kennt sich da am besten aus, dieses Problem zu lösen, erfolgreich zu lösen? Sachkenntnis ist eine notwendige Bedingung, keine hinreichende. Dankeschön, Danke. Herr Schneider. Danke. Wen drängt es? Frau Höll. Ich habe jetzt kurz bei Ihrer Frage nachgedacht, ob Sie die Rhetorik von Peer Steinbrück mit der Kavallerie und gesattelt und Ford Humor meinen.
Oder ob sie war, glaube ich, gemeint, ja. Oder ob sie die Rhetorik, so konnte man es auch verstehen, des bayerischen CSU-Generalsekretärs meinen, der ja und anderer CSU-Politiker, die da sehr, sehr harte Worte gegenüber europäischen Mitgliedern, Nachbarn gefunden haben. Ich glaube auch, eine zurückhaltende Rhetorik, keine Hetze, ist das, was wir in den nächsten Jahren weiter brauchen werden. Da würde ich persönlich zwischen der Kanzlerin und Herrn Steinbrück, es sei denn, er ist gerade mal vulkanisch, da muss man aufpassen, würde ich beiden die im Grunde von Ihnen implizierte staatspolitische Einstellung attestieren. Herr Kastorf, es gibt in dem Zusammenhang ein hübsches, interessantes Zitat von Gerhard Schröder über Steinbrück. Will ich mal kurz vorlesen. Per Steinbrücks Schwäche liegt in seiner häufig missverstandenen Ironie, die manchmal als Arroganz daherkommt. Mit Blick auf die Massenwirkung müsste er das korrigieren. Kann er das überhaupt oder ist dann sein Reiz auch verloren? Ja, das ist eine tolle Frage, weil er tatsächlich sehr norddeutsch ist. Und wer die Norddeutschen kennt, ich hatte einen norddeutschen Vater, sehr norddeutsch, der weiß, dass der Humor sehr schwarz ist, nennen wir ihn jetzt mal sehr schwarz, sehr schnell kommt, amerikanischer Punchline-Humor. Also du musst sehr schnell wechseln können, sehr schlagfertig sein. Das ist nicht für jeden angenehm. Ich zum Beispiel habe immer gedacht, mein Vater wollte die Leute beleidigen. Das ist nicht so. Und da muss er sich tatsächlich sehr zurücknehmen, denn so kann er ankommen. Und das wirkt dann auch überheblich. Das ist aber nicht so gemeint. Nur, richtig, authentisch sein ist das Wichtigste in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, dass diese Einordnungen links und rechts ohnehin ja bei ihm sehr schwierig sind. Ich glaube, dass er sehr viel mehr Sozialdemokrat ist, als wir denken. Und das wird sich dann wahrscheinlich im Wahlkampf zeigen. Und außerdem links ja auch immer ist, wenn man gesellschaftliche Fragen für vorrangig hält, das kann auch links sein. Und die Antworten, die gesellschaftlichen, die man gibt, immer mit Skepsis darauf überprüft, ob sie mehr als Tagesantworten sind. Aber er muss aufpassen, dass er hat eine fehlende Empathie. Er ist kein Menschenfänger. Aber das ist Frau Merkel auch nicht wirklich. War Helmut Schmidt ein Menschenfänger? Und er geht so ein bisschen als Mini-Schmidt jetzt in diesen Wahlkampf hinein. Ja. Und da muss er halt gucken, ob das passt. Also Stichwort norddeutsche Art. Aber man muss schon auch Leute gewinnen können. Und das ist für ihn sicherlich nicht einfach. Das ist ja das, was Gerd Schröder meinte in dem Zitat, was Sie da angesprochen haben. Frau Dr. Helga Reisel ist am Telefon und Sie rufen an aus Schmiedefeld. Ihre Frage an unsere Runde, bitte. Ja, es ist eine Feststellung. Ein herzlicher Gruß aus Thüringen an die Presseclub-Runde. Dankeschön. Viele von uns haben sich über die Kandidatur von Herrn Steinbrück für das Kanzleramt wirklich gefreut. Es ist aber zu bedenken, wirklich zu bedenken, dass er in seinem Wahlkampf seine bisherigen Vorstellungen zur Sozialpolitik, besonders zu den Rentenfragen, korrigieren müsste. Bei einer Fortführung in Richtung Agenda 20 sehe ich speziell keine Chancen, dass die Bürger und hier in Ostdeutschland ihn überhaupt wählen würden. Sie sprachen in Ihrer Runde von der Rückgewinnung der Verdrossenen. Es dürfte gelingen, wenn die SPD wieder wirklich sozialer wird. Dankeschön, Frau Dr. Reisel. Wen drängt es zur Antwort? Frau Höll. Ich kann es verstehen, dass Menschen, die als Rentner wenig Geld haben, verdrossen sind. Ich kann auch die Ängste verstehen derer, die wenig verdienen, die vielleicht Kleinverdiener sind und fürchten, im Alter arm zu sein. Aber ich kann auch die Ängste jener jungen Leute verstehen, die sagen, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn wir tatsächlich ein höheres Rentenniveau für alle haben möchten? Welche Beiträge muss ich da eigentlich zahlen? Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich Per Steinbrück. Ich finde, er bewegt sich da ganz gut und leichtfüßig. Aber ich denke, wir müssen auch darauf achten, was man einer jungen Generation in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren zumuten kann. Wir haben ja ein Gästebuch auch im Internet, wo sich viele Menschen vor der Sendung, während der Sendung äußern. Zu dem Thema möchte ich einen Eintrag wiedergeben in die Runde. Eine Renate, 64 Jahre alt, hat uns geschrieben: Steinbrück ist der Mann, der für die Hartz-Gesetze 1 bis 4 steht. Was soll bei dem denn besser werden? Oder hat ihn jetzt die Einsicht gepackt und er erkennt, was er für einen sozialen Tabula rasa mitzuverantworten hat? Ich nenne nur die Absenkung des Rentenniveaus auf 43%, Entschuldigung, Beibehaltung der üppigen Beamtenversorgung, Beitragsfreiheit,
der Beamten. Das ist ein Beitrag, der für viele steht. Deswegen wollte ich den noch mal in die Runde geben. Ich glaube, das ist eben genau das Problem. Die SPD hat, was ja auch eben die Anruferin gesagt hat, die SPD ist zwar immer noch die Partei, der größere soziale Kompetenz als der Union zugetraut wird, aber sie hat wahnsinnig viel verloren in dem Bereich. In der Tat steht Steinbrück auch für einen großen Teil dessen, was Gerhard Schröder gemacht hat und wo jetzt ja zu Recht nachjustiert wird. Also die Idee, dass man Arbeiter, die sowieso den Rücken kaputt haben, dann bis 67 arbeiten lassen wollte, das wird ja gerade eben zurückgefahren. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Also ich bin nicht überrascht über die Frau. Der wollte ja keinen mit einem kaputten Rücken bis 67 arbeiten lassen. Ich meine, da wird ja auch ein bisschen Legendenpflege betrieben. Man muss natürlich auch einfach mal sehen in diesen Dingen, Per Stammelk hat immer dafür geworben, dass man die Wirklichkeit ins Auge fasst und sich nicht vor unbequemen Wahrheiten drückt. Und die Rentenversicherung ist natürlich, wie Frau Höll eben ausgeführt hat, eine unbequeme Wahrheit, weil das Ding ist ja jetzt schon unfinanzierbar. Wir holen jedes Jahr 80 Milliarden Euro aus dem Steuersäckel, Die Rente zu können sich nicht über die Gesetze der Arithmetik hinwegsetzen. So ist es. Also man muss schon noch zusammenrechnen können, ehrlich. Und dann heißt es zumindest, diese Dinge auch mal auch mal offen anzusprechen und nicht nur so zu tun, das Motto, wir wollen das nicht, wir wickeln alles wieder rück. Fühlt euch wohl. Herr Kastorf, noch mal, wie wehrt er sich denn jetzt zu dieser Agenda? Das ist ja sozusagen etwas, womit sich die SPD unendlich schwer tut. Zitat von Gerhard Schröder. Das sind ja nicht Moses Gesetzestafeln. Das war der Erste, der gesagt hat, Leute, jetzt macht euch mal nicht verrückt. Also alles hat seine Zeit. Wir sind im Jahr 2012. Also die Agenda 2010 ist schon 2 Jahre zurück. Jetzt kann man sich mal was Neues überlegen. Und das gilt auch für die Rentenfrage. Also offensichtlich ist es so, dass die Arbeitgeber dann doch schon ein bisschen mehr belastet werden dürfen. Und das ist ein Thema für die Linke und für die Partei Die Linke auch. Da wird sich dann Peer Steinbrück mit Zahlen und Daten bewaffnen müssen. Denn andererseits kann man auch ganz gut argumentieren, dass die Rentenversicherung diese stabile, die deutsche Einheit möglich gemacht hat. Und darauf rekurrierend kann man auch einen Wahlkampf aufbauen. Das ist ein gefährliches Argument, da muss man sehr im Stoff sein. Also Sie sagen, er macht beides. Ein Stückchen Bekenntnis zur Agenda, weil er Miterfinder war. Es gibt ein paar Sachen, die waren ja vielleicht auch notwendig. Also Zusammenlegung war ja von, auch ein großes Wort dieser Zeit. Korrigieren ist korrigieren, auch eine dumme Idee. Ja, nochmal, wenn sich etwas in der Wirklichkeit, das ist ja wahre Wirklichkeit, wenn sich etwas in der Wirklichkeit nicht bewährt hat, dann ist es tatsächlich notwendig, wenn man das bewahren will, auch zu verändern. Und da kann man auch alte Beschlüsse verändern. Selbst Peer Steinbrück wird das machen können mit der Agenda 2010. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wahre Wirklichkeit, der Presseclub aus der wahren Wirklichkeit geht jetzt zu Ende. Ich danke Ihnen für die lebhafte Diskussion. Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, angenehmen Sonntag noch und bis demnächst und tschüss.